Lustige Witze in 3, 2, 1, Stopp. Ja, ich weiß, heute ist Lustige Witze Freitag und ja, die Folge ist auch schon fertig. Allerdings habe ich noch ein Nachwort zum Video vom letzten Montag zu dem Thema Was bewegt dich? Denn da ist nämlich noch etwas anderes, was mich bewegt. Etwas, das uns alle bewegt, wenn auch nur unfreiwillig. Geld. Geld ist dafür da, um es gegen Waren und Dienstleistungen einzutauschen. Wir tauschen unsere Arbeitskraft oder unser Wissen gegen Geld. Das ist der Kreislauf in unserem System. Ich habe mir demnach selbst einmal die Frage gestellt, die sich jeder von euch schon einmal gestellt hat. Nämlich, was würde ich tun, wenn ich im Lotto so viel Geld gewinnen würde, dass ich es nicht ausgeben könnte? Wie viele andere auch, würde ich mir damit erstmal ein paar persönliche Wünsche erfüllen. Ein fettes Haus, eine Weltreise, ein paar 5-Sterne-Urlaube mit meinen besten Freunden. Ich denke allerdings nicht, dass ich komplett aufhören würde zu arbeiten. Im Gegenteil, ich würde dieses Geld in meine Leidenschaft investieren, nämlich Film und Foto. Für mich wäre es allerdings langweilig, alles sofort zu bekommen. Es macht nur Spaß, wenn man sich das auch erarbeiten kann. Meine bisherige Filmausrüstung ist schon ziemlich veraltet und die habe ich mir von meinem alten Maler und Lackierergehalt hart erarbeitet. Ein paar neuere Sachen aus meiner Ausrüstung habe ich mir auch schon durch ein paar Medienaufträge erarbeitet. Wenn man mir jetzt allerdings 5000 Euro in die Hand drücken würde, würde ich mir als allererstes ein geiles Teleobjektiv holen, da ich mich gerade sehr viel mit Fotografie befasse. Eine neue Kamera wäre natürlich auch der Hammer, aber ich habe schon eine Kamera und 5000 Euro sind nun mal begrenzt. Demnach wäre mein nächstes Ziel ein High-End-Rechner mit 2 fetten Bildschirmen, wo dann auch alle meine Programme laufen, mit denen ich bereits arbeite und die ich gerade noch lerne. Was übrig bleibt, wird beiseite gelegt, denn wer weiß, vielleicht fange ich auch eines Tages noch mit einem Studium an. Was würdet ihr tun, wenn ihr im Lotto gewinnen würdet? Oder was würdet ihr tun, wenn euch jemand 5000 Euro schenkt? Schreibt es mir in die Kommentare.